Und weiter geht's mit Fallout. Ja, wir wollten jetzt hier runter in diese USAF-Satellitenstation Olivia. Let's go. Ich habe eben wieder festgestellt, wie chillig das ist. Es ist einfach so zum Ende vom Tag, also meistens für mich dann auch abends, nachts, nochmal so eine chillige Runde zocken. Aber es hat trotzdem noch zugleich diesen sinnvollen Aspekt der YouTube-Haftigkeit, weil ihr das ja seht. Das ist schon echt nass. Und was haben wir denn hier? Schii. Bevor der Hundi durchrennt, lieber mal entschärfen. Glasfaseroptik. Ah, wir brauchen aber Glasfaser, nicht die Optik, oder? Für irgendwas. Darkmate. Stop it, Darkmate. Wenn hier Fallen sind, bist du ganz schnell gebumst. Wie viel können wir tragen? Wir haben uns schön leer gemacht. Nee, nicht wirklich. Leute, warum sind wir denn so unleer? What the fuck? Schraubenzieher. Immer wichtig. Immer wichtig. Also, wir können hier sehen, dass wir diese Tür wahrscheinlich mit dem... Fuck. Bin ist euch ein Terminal gesperrt? Da unten sind einige Feinde. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen in Deckung und wir schauen mal, ob wir... Haben wir schon eine Mine oder irgendwie sowas? Das wäre natürlich edel, wenn wir das hier verminen könnten. Splittergranate, Molotov-Cocktail. Okay. Die Splittergranaten lege ich auf jeden Fall auch mal auf einen... favorisierten Dingens, und zwar auf hier ein... Na, eigentlich will ich... Kann ich das darüber ziehen? Nee, kann ich nicht. Das ist so dumm. Von den Zahlen her ist es eigentlich nicht so mein Lieblingsschema. Natürlich hier vorne Pistolen, Waffen, restliche Waffen und dann erst den Schotter. Aber egal. Ich mach's hier auf die 1 und die Mollys auf die 2. Da muss ich dann halt irgendwie beim Spielen klarkommen. Ich kann's ja irgendwann mal noch umlegen. So. Wie schmeißt man jetzt eine Granate? Wahrscheinlich mit G. Halt, bevor ich gleich dumm dastehe, guck ich kurz. So, hier. Links, Alt, Schlag, starker Angriff, Granate. Das ist alles das Gleiche? Okay, also wenn ich jetzt einmal hier drauf tippe, wir testen es mal kurz, warte mal. Die haben auch einen Hund, Schweinerei. Wir sind eigentlich die einzigen, also ich denke nicht, dass ich treffe, aber ich drück mal kurz auf den Angriff. Oh Gott. Wer ist da? Was ist denn los? Ich sage einfach mal voraus, dass da eine direkte... Dogmeat! Warte! Dogmeat? Da ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Erster und letzter Fehler. Ich bin blind. Mademoiselle, hallo? Wieso meinen Sie, ich kann mich irgendwie abschießen, aber bin ich doch der Gewehrgott aus Counter-Strike. So, Hundi beißt den mal tot. Sehr gut, wahrscheinlich einen anderen Hund, oder? Ja, nass. Voll der hässliche Köter. Aber so ein... Hey. Ein Halstuch. Doc, wie kannst du das tragen? Ja, ich kann... Ah, doch, ich kann handeln. Der hat eine Hoppblume am Start. Aha. Man nennt ihn Dogmeat. Der pflückt gerne Blumen. Dogmeat, sei immer cool, okay? Hast du es angezogen? Habe ich es gegeben? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Irgendwie sehe ich das. Achso. Zieh's an! Hast dich verpisst, was? Ja? Weißt du, was ich für dich hab? Oh, warte, nee. Oh, shit! Shit, Dogmeat! What the fuck? Ja. Ich muss doch noch die Granaten testen. Das sind einfach... Die schießen voll auf Dogmeat, aber ich muss ganz kurz aufs Klo. Ein Pümpel. Nass. Fucking nass. Ja, Stimpack. Gut. Ist hier in den Dinger was drin? Nein. Dogmeat. Incoming. I'm coming, Dagi. Ich teste jetzt. Achtung, Granate. Ich glaube, ich habe sie. Ja. Oh, hoffentlich ist die nicht in der Leiche hängen geblieben. Doch, ist sie. Gott für die Hand. Hört auf zu lachen. Scheiße. Hier, du haariges Kind. Ah, fuck. Ich schmeiß gar keine Sache mehr. Ich geh jetzt hier hinten runter. Genau, da ist eine Treppe. Aber warte mal. Nee. Warum meinst du überhaupt Ack-Kack? Okay. Letzter Granatenversuch. Hoffentlich schmeiß ich nicht in die Wand. Ach! Das ist doch lächerlich. It's fucking ridiculous. This is fucking dickless, Nicholas. Die Maus ist irgendwie doch zu langsam eingestellt. Hab ich gerade gesehen, wie hier. Renate, Renate. Alter, Alter. Beschädigt ihr. Okay. Ey, direkt mal in Ding reindrücken hier. Warte mal. Auf 0. Okay, ich höre jetzt auch mit diesen Granatenexperimenten. Das geht mir hier echt ein bisschen auf den Geist. Da liegt ein Stück von unserer Rüstung rum. What the fuck? Sind wir zerstückelt? Ja, und ist der Arm zerbröckelt. Och Gott, Dogmeat, der scheint mich nicht so.
Alter. Ich könnte schwören, dass es... Oh, eine Minigun. Haben wir ja schon. Aber die... Achso, nee, nee, nee. Die nehmen wir jetzt nicht mit, sonst sind wir so voll. Wir haben ja schon eine. Obwohl wir die natürlich auseinandernehmen könnten dann, ne? Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich könnte aber auch Seife mitnehmen. Ich nehme die Seife mit. Haarbürste. Patron. Da hockt ein Teddy mit Mami-Helm. Eine Cigar. Kann ich jetzt hier durchlaufen, ohne abzufacken? Ich nehme sie mal mit. Bin ich dann zu schwer? Nee, bin ich nicht. Okay. Knack, knack. Ack, kack. Ack, ack. Naja, naja. Ja, Voloprollo. Unser Fusionskern erstmal so. Fürs erste Mal. Was ist da hinten noch Zeug? Eine Kochplatte. Ich bin es echt nicht gewohnt, mit diesem fetten Anzug rumzulaufen. Wir sind so übermäßig ultra dick. Kommen wir schon mal hier ins Terminal rein. Die letzten paar Male habe ich alles vorgelesen. Nur habe ich jetzt halt. Nur weiß ich halt jetzt nicht, wie euch das gefallen hat, weil ich extrem im Voraus aufgenommen habe. Ich gucke, dass ich jetzt heute nur diese Folge aufnehme und sonst nichts. Also nicht noch eine weitere, weil sonst kommen wir, sonst bin ich immer 5 Folgen im Voraus, wie ihr dann kommentiert. Und irgendwie will ich ja schon auch auf euch eingehen können, auf jeden Fall hier bei der Sache. Es ist ja so eine gemeinsame kleine schnuckelige Sache da. Ja, deswegen sollte ich heute mal etwas langsamer haben. Hier waren wir schon. Da ist hinten chillt einer im Fass. Dagi, Dagi, no, no Dagi. Steht auch jemand rum. Da ist das Medaillon, weswegen wir überhaupt da sind. Gut. Klebeband noch, Stufenfeuerzeug auch. Wie sieht's denn aus mit unserem Gewicht? Wird uns das hier irgendwo angezeigt? Nee, ne? Ja, okay, also wir haben eigentlich noch ein bisschen, hoppala, ein bisschen Platz. Wir haben noch Kapazitäten. Ich entriegel mal die Tür. Sehr gut, sehr gut. Schlüsselmeister. Ja, bezüglich des Vorlesens. Ich weiß halt nicht, ob das nervig ist, wenn ich... Cool. Ich denke, wenn man für sich liest, also das kennt ja sicherlich jeder, dann ist man einfach auch schneller fertig, wie wenn man jetzt das laut vorliest. Sowas dauert meistens, oh Gott. Yeah, you gonna die. Sowas dauert ja einfach oft mal einen Ticken länger, wenn wir dann echt lange Texte haben. Vielleicht mache ich das einfach dynamisch. Kann ich hier durchlaufen? Ja. Vielleicht mache ich das dynamisch fest, ob ich es vorlese oder nicht. Wisst ihr, wenn was ist, wo ich denke, das lese ich vor, lese ich es vor. Und, wenn es jetzt so ein ewig langer Text ist, ach, ich wurde gerade gebissen, dann lese ich den für mich selbst durch. Wie fändet ihr das? Einfach nochmal hier, ich gucke, dass ich hier diese, diese Abstimmung reinkriege, aber wahrscheinlich kriege ich es nicht gebacken, dass es direkt hier ist, weil im Moment gerade so viele Fallout-Videos da sind, dass ich, da müsste ich jetzt erst reingucken, na vielleicht, aus der Leiche raus. Wisst ihr, es könnte passieren, dass diese Umfrage bei dem falschen, bei einem falschen Fallout-Video dann kommt. Oh, 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 was haben wir da? Nice. Aber naja, ja, wie findet ihr das, wenn ich es einfach so entscheide? So, für mich, mache ich es jetzt oder nicht? Ja, okay, hier ist es, bla bla bla. Wie findet... Oh, Stan! Look at this, Stan. There's a plastic knife. Und Terpentin, auch sehr wichtig. Auch so eine Sache, die man nicht aufgeblasener Kickball, da wir jetzt ja eh zurückgehen, nehme ich jetzt doch einfach noch einiges mit. Oder? Was hier so rumfliegt. Ich grapsch jetzt einfach alles. Weil wenn das jetzt schon die Aufgabe war, die wir brauchen, um diesen nächsten Außenposten praktisch zu erhalten, wie heißen sie? Ich weiß nicht, wie die heißen. Dann kann ich dort auch alles ablegen. In diese Box. Ihr wisst schon, rüber transferieren, den ganzen Schrott, um dann dort was zu craften. Nur weiß ich nicht genau, ob die Sachen lagerübergreifend auch funktionieren, diese Craft-Geschichten. Ich glaube, das ist nicht so. Das heißt, wenn ich ganz viele Sachen hier bei Tempine's Buff oder wie das eben heißt habe, dann habe ich die nicht woanders. Die ganzen Geschichten. Darauf müssen wir dann achten. Außer es weiß jemand jetzt zufällig genau, dass es eben doch nicht so ist, sondern dass es überall gleichmäßig verteilt ist. Alles klar, wir sind zu fett. Dann schmeiße ich kurz was weg. Hoppala. Ich komme noch nicht so ganz klar mit dem hoch und runter und dann kann ich hier durchschalten. Ja, okay. Und dann mit der Maus, ja logisch. Ablegen. Und da lege ich auch eins ab. So, und schon sind wir fertig und können wieder rennen. Das passt doch gerade, die Powerrüstung will sicherlich auch bald abgestellt werden. Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich ja weitermachen, aber nein, kann ich nicht. Ja, dass die Powerrüstung jetzt auch nicht direkt leer geht. Achso, halt, wir können hier noch aufmachen. Moment mal. Ist zu gut geschützt. Was?
Willst du mich gerade rollen? Den ganzen Berg irgendwo hinrollen? Hallo, ich halte gerade Tab gedrückt. Ich würde gerne in die Dinge reinkommen. In die... Da auf T. Da wollte ich eigentlich rein. So. Computers. Was ist das hier? Das ist ja nochmal Langfinger. Okay, die Computer sind, glaube ich, hier unten irgendwo. Da. Hacker. So. Ja. Das müsste schon ausreichen. Also. Wir haben eh noch voll viele Punkte. Natürlich könnt ihr, das habe ich letztes Mal ja schon gesagt, bei der Skillung mitentscheiden. Ist es ein... Okay. Hat das jetzt gerade gezählt, was ich hier gemacht habe? Fehler? What the fuck? Ich gehe nochmal kurz raus, bevor sie sperrt. Ah ja, schnell speichern. Denkt dran, immer schön schnell speichern vor sowas. So, happen. Geschafft. Es war ziemlich einfach, aber ich habe trotzdem genau nachgedacht. Das war schon Mind Control. Check-in-Protokoll. Sowas werde ich an sich überhaupt nicht vorlesen. Das, ja, Zeiten und Namen. Tägliche Besprechungen. Ich werde das jetzt einfach für mich lesen und ihr lest das für euch, oder? Ja. Und Nachrichtenraum öffnen. Hey. Wir sind Analytiker. Wir gehören zu den Analytikern. Es kam nämlich, also warum ich das jetzt wieder so... Ja! Warum ich das jetzt so wieder ändere, ist, weil jetzt doch einige im Nachhinein gesagt haben, du brauchst nicht vorlesen. Wir lesen es einfach selbst. Ich weiß, ich bin kurzzeitig zu fett. Macht aber nichts. Ja. Denn ich werde jetzt wieder was wegschmeißen einfach. Ja, es kamen einige Stimmen von wegen, du musst es doch nicht vorlesen oder beziehungsweise, nee, die brauchst du nicht vorlesen, passt schon. Wir lesen das einfach für uns selbst. Halt. Achso, ich kann das jetzt nicht ausrüsten. Ja, macht schon irgendwie Sinn, wir tragen ja die Powerrüstung. Wir sind 16 drüber, da werde ich einfach die Lunchbox, die hat ein Gewicht von 0, okay. Ist hier beim Diverses alles 0? Ja, ich glaube beim Diverses hat alles ein Gewicht von 0. Wir nehmen mal ein Wasser noch zu uns, um voll zu sein. Und dann können wir hier bestimmt jetzt halt irgendwas... Ah ja, ein Fatman haben wir noch dabei, stimmt. Und die Minigun. Aber die Minigun will ich auf jeden Fall mitnehmen, um sie auseinanderzunehmen. Dann schmeiße ich hier so eine doppelläufige Schrotflinte weg und schon... Alter, ist die schwer. 9. 9 Kilo. What the fuck? Ich muss echt mal auf den Schießstand und mal so ein Ding in der Hand haben. Mein Schwager war... Mit seinen Kumpels letztes Jahr, glaube ich, hier ganz in der Nähe ist scheinbar ein Schießstand, wo du richtig mit, ich glaube, also mit, so ja, so Art Schrotflinten und mit Gewehren schießen kannst. Und er hat gesagt, das ist ultra krass. Und ich habe noch nie, ich glaube, ich habe noch nie mit dem echten, nur halt mit, ja gut, ich habe schon mit Pistolen geschossen, aber halt nicht mit Kugeln, mit denen man jemanden erschießen kann, sondern mit Platzpatronen. Jetzt für Silvester oder sowas. Und sowas wäre schon mal eine interessante Sache. Ja, wir sind jetzt ja eh voll. Ich würde sagen, wir teleportieren uns auch direkt zurück. Dazu hätte ich auch noch mal gerne eure Meinung, wie ihr das findet mit der Teleportation. Ist euch das... Power-Rüstung. Ich drücke auf Power-Rüstung, ich bin ein Grasdackel. Findet ihr das kacke, wenn ich mich so viel teleportiere? Wollt ihr, dass ich möglichst viel laufe? Weil natürlich findet man beim Laufen auch immer wieder coole Sachen. Ich bin auch generell jemand, der viel läuft. Ich teleportiere mich jetzt halt nur wegen der Rüstung. Ich will nicht, dass die leer geht direkt. Eigentlich laufe ich ziemlich viel. Die Frage erübrigt sich so gut wie. Aber nichtsdestotrotz würde es mich interessieren, wie ihr... Ah, danke schön. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, was... Okay, was ihr davon haltet. Von diesem Teleportieren. Wahrscheinlich sagt ihr, ich soll es nicht übermäßig machen. Da stehe ich dann eh hinter euch. Das ist komplett richtig. So. Minigun. Jetzt habe ich sie. Ja, ich habe sie ja mitgenommen. Das ist natürlich eine gute Idee, um noch fetter zu werden. Hallo? Warum bin ich jetzt an den Waffen vorbei hier? Fatman legen wir fürs erste Mal weg. Mit Rechtsklick mache ich das, genau, mit Rechtsklick. Und die Minigun, eine von den beiden. Die sind, das ist beides das gleiche. Dann nehme ich jetzt. Eine zerlege ich dann. Ja, den Rest zerlegen wir jetzt gleich mal. Genau, wir bleiben erstmal so. Wir gehen zuallererst gehen wir unsere Kleidung durch. Um zu gucken, ob wir hier nicht einfach noch was Stärkeres haben.
Warum habe ich den Scheiß dabei? Warum ist das dabei? Es hat ein Gewicht von 0, also stört es mich auch nicht. Wir können das ruhig mit uns führen. Aber warum habe ich das dabei? Okay, wir können eigentlich alles wegkloppen. Boah, wir sehen so cool aus, hey. So cool, ne? It's fucking amazing. Ach ja, sichttechnisch hat sich First Person auf jeden Fall herauskristallisiert. Das werden wir auch so lassen. Bis auf einige wenige Momente, wo ich vielleicht einfach, um den Moment einzufangen, mich so in Third Person stelle, aber gespielt wird in First Person. So, jetzt verkloppen wir den ganzen Scheiß. Um einfach an die Dinge zu kommen. Pip-Boy. Man kann den... Kann man den Pip-Boy irgendwie verändern? Voltanzug? Soll ich den jetzt... Den gebe ich auf keinen Fall weg. Den lege ich in die Truhe. Ich raff das noch nicht so ganz. Also ich hätte schwören können, auf der Xbox konnte ich den Voltanzug immer grundsätzlich untenrum tragen. Also das war einfach... ja, meine untenrum-Kleidung. So, ich muss nicht links rüberziehen. Ah, ich kann auch mit links hin und her. Ah, okay, nice. Guck mal, jetzt habe ich trotzdem noch voll viel Scheißdreck dabei, den ich gar nicht verwursten konnte an dem Ding. Komm schon, Hundi, bitte. Nicht im Weg rumstehen. Also, was hatten wir gesagt? Impro-Pistole, grundsätzlich weg damit. Oder? Hoffe ich doch. Eine Minigun, machen wir weg. Ah, wisst ihr was? Ich hätte jetzt doch einfach jemandem in die Hand drücken können. Egal, egal. Wir werden noch genug Miniguns finden. Improvisierte Pistole. 34. Das ist ja unser Schlagwerkzeug. Das haben wir ja so oder so am Schlüssel. Genau. Das mache ich einfach mal weg. Das Gewehr benutzen wir gerade. Ne, wir nehmen das hier. Ist das jetzt besser? Ja, das hier ist deutlich besser. Stecherabzug. Das werden wir dann einfach stattdessen nehmen. Beziehungsweise, wir machen jetzt so, dass wir das Ding einfach mal gucken, ob wir es ein bisschen verbessern. Das war auch von der... Stecherabzug. Besser reagierender Abzug, erhöhte Feuerrate. Ist schon nicht schlecht, aber ich glaube, ich brauche die Feuerrate gar nicht so hoch. Dann nehmen wir lieber mehr Schaden, oder? Hier 16. Fertigen. Boom. Abbrechen. Dann können wir nämlich das Ding da oben, das Gewehr hier mal wegklöppeln. Impro-Revolvergewehr. Das ist schon irgendwas Besonderes. Lasermuskete ist auch cool. Doppelläufige Schrotflinte 45. Die können wir weggeben. Ja. Impro-Repetiergewehr. Ja. 34 Schaden. Da können wir da vielleicht einen Scope drauf machen. Das wäre doch eigentlich was, oder? Dass wir da so ein bisschen um uns her scopen. Guck mal, von Zeug haben wir auch genug. Wie ihr seht, Kleber. Oh, und Schrauben sind auch sehr wichtig. Können wir machen mal das Zielfernrohr dran. Würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Mündungsbremse. Nee. Aber wir können halt, wir könnten hier noch am Schaden ordentlich was machen. Ach, wisst ihr was, das machen wir jetzt. Wir haben eh so viel Zeug. Es macht voll Spaß, hier rumzuhandwerken. Und es bringt jedes Mal Erfahrungspunkte. Also was soll der Geiz? Dann gucken wir noch direkt nach der Pistole. Das wird hier so ein bisschen krasser machen. Guck mal, was es hier unten noch gibt. Dann hat die 31 Damage. Das ist schon ziemlich nice. Ach, obwohl, wir belassen es jetzt erstmal dabei, glaube ich. Genau. Ja. Verlassen. So. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Vielleicht lassen wir auch einfach ein paar Waffen da, dass wir mehr tragen können. Natürlich könnte ich auch den ganzen Scheiß hier lassen. Ich bräuchte einen Händler. Ich brauche einen verschissenen Händler. Granaten sind es. Was habe ich auf 4? Gar nichts. Was habe ich auf 5? Das hier. Auf 6 das. Auf 7 nichts. Okay. Halt auf F sehe ich es ja. Warum habe ich die Lasermuskete auf 9? Das ist doch dumm. Okay, das muss ich nochmal ganz kurz machen. Das folgt mich ein bisschen ab hier. Also. Was habe ich denn gerade gemacht? Ach, ich habe die Sortierung, glaube ich, geändert. Keine Ahnung. Also, die Pistole. Auf Q, genau. Die Pistole mache ich hier drüben hin. So. Dann kommt die Lasermuskete. Die mache ich auf die 2. Dann kommt unser Zachary. Mache ich auf die 3. So. Dann unser Impro-Repetier-Dingensbummens kommt auf die 4. So. Unser Kreuzschlüssel, der kommt hinten auf die... Den mache ich auf die 6. Und in die 5 kommt dann noch was rein. Und zwar dieses Gewehr.
dieses Gewehr kommt da rein. Genau. So. Wir müssen jetzt eigentlich nicht alles hier reinlegen, aber ich mach's jetzt einfach, ist egal. Dann kann ich ein bisschen rumschalten und muss nicht so oft ins Menü. Dieses Revolver-Ding machen wir auch mal hier auf die 8. Revolvergewehr. Ja, wir haben eine Mine. Sehr gut, sehr gut. Die lege ich noch auf die 9. Okay. Alles klar. Gut. Dann können wir weitergehen. Beziehungsweise hier der Knilch. Achso. Ne, die Dödel. Halt, kurz orientieren. Die Dödel, für die wir die Mission gemacht haben, wollen uns jetzt bestimmt... Die Abernathy Farm, genau. Die wollen uns bestimmt die Belohnung abdrücken. Jetzt habe ich es ja doch anders gemacht, wie ich eigentlich machen wollte. Aber die Powerrüstung hat mich irgendwie einfach gestört. Ich spiele nie mit Powerrüstung. Ich hab ein paar Mal so gedacht, okay, ich könnte jetzt die Powerrüstung nehmen. Ich glaube, die Mission wird schwer oder wow, da bin ich jetzt ein paar Mal verreckt. Ich lade den Spielstand und gehe mit Powerrüstung rein oder so. Aber irgendwie habe ich es dann doch nie gemacht. Und, hast du das Medaillon schon gefunden? Na klar, Blank. Chill doch mal. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Ja. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ja, ich weiß. Conny wird sprachlos sein. Conny, wo bist du? Ich bin sicher, sie wird ihre Preise senken nach allem, was du getan hast. Ja. Und du kannst gerne unsere Werkstatt benutzen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Jetzt haben wir ja die Conny, die wir unseren Scheiß kauft. Conny, ihr habt auch eine Katze. Wie unglücklich. Warte mal, es ist Nacht. Das heißt, es ist wahrscheinlich keiner mehr auf dem Feld draußen, oder? Ich sollte öfter auf mich hören. Und ich dachte kurz, da liegt eine Leiche. Direkt drin bleiben können. Ihr habt sogar ein Meth-Labor. Ihr seid so krass, Mann. Ihr seid echt so hardcore. Ihr Abernathys. So, sind sie schon im Bett, die Frauen, hä? Conny? Bist du die Conny? Ich hoffe, Lucy. Du weißt, wie viel du für uns getan hast. Ja, ich hoffe, du weißt, was du noch für mich machen kannst. Snitch. Wo ist denn deine Mutter? Es war ein mageres Jahr. Hockt ihr auf dem Klo oder was? Wir kommen aber klar. So wie immer. Hier ist gar kein Klo, hä? Leute, wo kackt ihr denn? Was? Ah! Wo ist die Conny? Die ist doch nicht... Conny, bist du offen? Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Hm. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Ich sag mal, so finde ich gut. Klingt gut. Klingt gut. Und sie... Scheiße. Armeehelm. Habe ich jetzt überhaupt gerade einen Helm auf? Aber wir haben ja gesagt, die Gasmaske ist kacke. Also, Armeehelm. Armeehelm. Lederkombi. Lederkombi, Lederkombi. Leichte. Kick. Minuteman Outfit. Ah, das ist natürlich. Weiß nicht, ob wir das für eine Mission brauchen. Dann könnte ich es wahrscheinlich nicht verkaufen, ich weiß, aber ich werde es trotzdem bei uns in die Truhe packen. Ist ja nicht schwer. 3. What the fuck ist das schwer? So. Ja, der ganze Scheiß weg damit. Sturmgasmaske. Total behindert. Okay. Ja, das nehmen wir so an. Naja, ist in Ordnung. Jetzt sind wir rich, like a bitch, Conny. Irgendwie hast du gar nichts Gescheites am Start, kann das sein? Hast du irgendwas Geiles? Bin die Conny. Conny, wir haben ja, glaube ich, irgendeinen Fehler begangen. Warum heißt deine Waffe so wie meine? Habe ich das... Hä? Hat die ihre Waffe genannt? Hä? Was? Ich dachte kurz, ich hätte jetzt die Wumme verkauft. Okay. Conny, ich muss mal kurz aus dem Dialog rausgehen. Ist meine Zachary noch da? Ja. Conny, du bist der Blade? Hast du das genauso genannt wie ich? Nee, dann bist du gar nicht Blade, dann bist du Stacy. Gucken, wir können jetzt hier in den Baumodus gehen. Und theoretisch hier, jetzt dieses gebaute Haus nicht abreißen, aber hier weiter anbauen. Oder aber, was natürlich viel wichtiger ist, wir können jetzt... Sag mal, was steht denn hier im Weg? Muss ich hier schon was abbauen? Ach sorry, ich kann ja nicht sprinten, dann bleibt er stehen, läuft. Aber vor allem diese Sachen hier wegmachen. Na, Öl und Stahl und so weiter. Wichtig, tralalala. Heute ist wieder Nikolaustag. Und den ganzen Scheiß braucht ihr nicht. Braucht keine Kisten und Asbest? Habe ich da gerade Asbest gelesen? Ich bin gerade dabei, ich rette gerade eure Gesundheit. Nur, dass ihr das wisst, gell? Halt, was, wie, nein. Dogmeat, nein. Ich bewegen. Ich hätte ihn jetzt fast woanders hingemacht. Dogmeat, du musst doch bei mir bleiben. Ich will doch jetzt das erste Mal... Ich glaube, ihr habt auch gar nicht oder noch nichts dagegen gesagt. Ich will doch das erste Mal mit Dogmeat spielen. Achso, ich glaube, so weit seid ihr noch gar nicht. Es kam ja erst Folge 2 online und das hier ist jetzt Folge 7. What the fuck? Ich komme halt manchmal aus dem Aufnehmen dann gar nicht mehr raus, irgendwie, weil es ja so Fun macht. Aber heute will ich mich echt limitieren auf eine Folge. Damit ihr so ein bisschen nachkommt. Ja, wobei, jetzt wo ich Zeit habe,
Hüttenwand. Kann ich jetzt doch alles abnehmen? Nee. Jetzt, wo ich Zeit habe, soll ich auch... Nee, ich habe keine Zeit eigentlich. Naja, alles cool, alles cool. Alles cool. Eine Folge und dann ab ins Nest. Papa, wann gehen wir wieder nach Diamond City? Ich brauche ein paar Sachen. Meine Haarbürste ist auch kaputt. Gib doch einfach zu, dass du Horvath nur schöne Augen machen willst. Papa, will ich nicht. Keine Sorge, Liebling. Wem? Wir müssen schon bald wieder dorthin. Konzentrier dich in der Zwischenzeit auf deine Arbeit und nicht auf die Jungs. Wem will die schöne Augen machen? Etwa mir. Nee, Horvath oder irgendwie so. Irgendjemand heißt Huffuck. Oh, was haben wir denn da? Leute, was haben wir denn da? Ich mache noch eine Verteidigungsanlage, weil dann ist der Schutz da oben auch erledigt. Schutztechnisch, ich zeige euch mal noch was anderes. Man kann auch einen Wachposten bauen. Zum Beispiel diesen hier. Den mache ich jetzt einfach mal in die Richtung, weil das sieht... Wie kann ich denn das Ding drehen? Ah, mit der Maus. Ja, ich weiß, ich weiß. So. Und ihr seht hier, benötigt eine Person. Gerade ist er nicht besetzt. Manchmal werden die automatisch besetzt. Wir schauen mal. Ich gehe mal kurz rein. Leute, hier braucht ihr keinen Drahtzaun. Wir brauchen Stahl und Holz, um weitere Verteidigungsanlagen einzurichten. Auch das hier ist völlig fehl am Platz. Ja, ne? Es geht so überhaupt nicht weiter mit eurem Puff hier. Fast die Wand eingerissen. Also, und er ist am, ne, man sieht hier am Essen machen. Sie auch am, gut. Mademoiselle, du machst jetzt was anderes. Ich glaube, ich hab sie jetzt in der Hand. Unten steht der los. So. Ich kann sie jetzt hier hinschicken, glaube ich. Ich hoffe, dass es geht. Okay. Okay. Und zack, diese Ressource ist jetzt zugewiesen und es ist grün. Die geht jetzt raus und stellt sich ja drauf und aimt halt die ganze Zeit mit ihren Waffen dahin, wenn sie, also sofern sie eine Waffe hat. Hast du eine Waffe? Ja, sie hat eine Waffe. Es gibt bei Geschütztürmen noch einen recht günstigen Scheinwerfer. Ich weiß, dass... Oh, Schaltkreise. Oh, wir sind echt nicht gut ausgerüstet. Nicht mehr. Gibt es noch irgendeine Falle, die wir machen können? Nee. Wir haben hier nicht genug Schutz. Na gut, wir sind halt auch noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Da kann man nicht erwarten, dass wir jetzt schon alles bauen können. Naja, ich helfe euch doch grundsätzlich. Ich gehe mal dahin jetzt und arbeite ein bisschen was. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier offline gehen, machen wir noch diese Geschichte hier vorne. So, Pistol ist gezückt. Bam. Na, hä? Warum ist sie denn leer? Halt, da war auch noch was. Shit, ich sehe kaum, das reicht schon wieder gar nicht hier mit der Zart. Mit der Zart. Wir sind einfach... Nuke Cola. We need scout. Fuck. Hund, mach doch mal was. Er läuft da rum und wird einfach durchschossen von diesen fetten... Hier. Was? Nicht? Von diesen ekligen Blähfliegen. Und die? Ist ja irgendwie... Oh, sie hilft von da oben. Guck mal, sie schießt. Jetzt kommt sie angerannt. Die ist so gut. Nice. Dogmeat. Ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten, mein Freund. Komm mal hier. Hier drüben. Irgendwas stimmt. Komm her. Kann ich den irgendwie einstellen, vielleicht? Wie geht's dir, Kumpel? Bin gut. Ich schicke ihn wohl, egal, Tricks. Ja. Was soll's, Junge? Wisst ihr, dass ich ihn irgendwie auf Aggressive oder so stellen kann? Hey. Warte da. Nee. Folge auf jeden Fall. Komm schon. Weil das war gerade eben echt schwach. Der lässt sich einfach beißen von den Viechern und merkt's nicht. Coca-Cola, Mais und Whisky. Alkohol ist hier tatsächlich in diesem Spiel gar nicht so übel, weil man damit... Wir gucken mal kurz auf unser Ziel, wo wir gleich hinwollen. Weil man damit eben kurzzeitig mehr tragen kann. Man bekommt mehr Stärke. Da ist noch ein Verbandskästen, den habe ich gesehen. Stinkpacks. Sehr gut. Komm mit, Dagi. Kevin, follow me. Follow me, Kev. Und jetzt gehen wir mal auf die... Och du Scheiße. Ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. Habe ich nichts auf 3 gelegt. Achso, das ist 3. Also 2 und... Die 2 will irgendwie nicht genommen werden, keine Ahnung. Oh cool. Wir haben zwar nur... Oh shit. Wir haben zwar nur ganz wenig Munition. Aber, oh Gott, ich dachte, der Kopf zerplatzt direkt. Doggy, hier gibt es eine Aufgabe für dich. Oh, voll den Arm gebissen. What, dude, what? So, was ist der? Das ist ja geiles Ding. Wir gehen mal ein bisschen, oh, eine Silbergabel. Wir gehen mal ein bisschen auf Close Range. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Abgeschlossen. Das, ich wollte gerade sagen, ist der eben offen. Das habe ich hier noch nie gesehen, dass das Ding hier zu ist.
Leute, krass, Mann. Es gibt echt, also entweder wurde irgendwas geupdatet oder ich bin einfach mit. Ich bin auf beiden Augen blind. Komm mit, Dagi. Follow me. Wir können ihnen zur Hilfe. Oh Gott, ich wollte mich schon um mich schlagen, gerade eben. Habe ich jetzt überhaupt schon mal richtig gespeichert in der. Nein, nicht laden in dieser Folge. Ich glaube nicht. Da ist noch ein Speicherpunkt aus der Vault. So geht's ja nicht. Terminal. Ich werde es wie immer mit einem Mal knacken und zwar Salt. Ich meine Tail. Hä? Shit. Tail und das war wirklich eine blöde Wahl irgendwie. Stay. Okay. Can. Boom. Super. Sehr schön. Das geht wirklich sehr gut voran hier mit dem Ding. Denn. Okay. Wahrscheinlich ist das etwas mit D. Da. Dann ist es das hier, oder? Gibt es noch ein anderes mit D? Nein. Bin durch! Protracted Styring. Durchlesen. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Rubku-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protectron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Bei uns oder an den Protectruhren. Wir wählen erste Persönlichkeit aus, bevor. Ich stelle ihn mal auf Rechtsvollzug. Und dann schalte ich ihn an. Eins raus und aktivieren. Du kommst da einer und dann blablabla. Kartoffelsalat. Und jetzt? Hallo. Ja, schön, ne? Ist schön. Wer mich anguckt. Achtung, die Behinderung eines Strafverfolgungsroboters stellt eine Straftat dar. Ich glaube nicht. Ja, jetzt haben wir nämlich hier das Teil, das hier patrouilliert auf dem Gelände. Was natürlich ziemlich nice ist, falls hier noch irgendwo Viecher rumhocken, dann kämpft er gegen die. Und so ein Protectron ist schon ziemlich hard. Hardcore. Das ist ziemlich potent, weißt? Also ihr müsst mich auf jeden Fall dran erinnern. Expert, da sind wir doch lange nicht, aber das wird das ja nicht vergessen. Das Ding. Am besten schreibt sich jemand das auf. Und dann wissen wir Bescheid. Hier noch eine Laborstation. Ich glaube, wir müssen mal anfangen mit Math kochen. Ich mache mal unseren Pip-Boy an. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal nur gemacht, ohne da was dazu zu sagen. Also wir können hier eine Taschenlampe anmachen, indem wir unseren Pip-Boy einfach anschalten. Und der beleuchtet uns hier halt die ganze Chose. Alles klar. Komm mal her. Oh mein Gott. Ach, ich dachte kurz, ich hätte einen One-Shot. One-Shot. Haarbürste. Die nehmen wir gerade mal der Katie oder Amy oder wie sie heißt mit. Da freuen sie sich. Kronkorken. Ist hier noch irgendwo ein Feind? Eben, der Sound klang so. Hallo, Feinde? Irgendwie nicht. Ah, oh, nein. Nicht blocken. So, Aluminium ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Wiederum diese normalen Blechdosen, die dann einfach Metall bringen, davon finden wir eigentlich auch grundsätzlich immer viel auf unseren einzelnen Bauplätzen, weil man ja alles Mögliche oder fast alles Mögliche verwerten kann. Und ja, ich habe sogar gesehen, es gibt eine Mod, mit der man dann alles verwerten kann. Alle Dinge, scheinbar, also auch Pflanzen und so. Aber ich weiß nicht, ob das dann nicht so weit abweicht von der Fallout Experience. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht auf Knopfdruck hier der Gewinner von allem sein. Das wirkt schon echt so, als wenn wir es uns dann somit zu einfach machen würden. Impro-Pistole nehmen wir mit zum Verschachern. Benzinkanister nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch ein Lager werden kann. Ich glaube irgendwie nicht. Weil wir jetzt noch keine Dingenskirchens gesehen haben. Da ist der Radio an. Was macht eigentlich der Roboter? Hat er jetzt schon ein paar Leute bekämpft? Ich habe nichts gehört. Also, er steht nur darum. Ist der dumm oder was? Hat der sie noch alle? Leute, da ist ein Siedler. Impro-Pistole. Ach so, ja, und wegen der Musik. Ich hab schon angesprochen, also musiktechnisch muss ich gucken, dass ich da nicht so die ID-Treffer bekomme. Und letztes Mal war die Musik scheinbar leise genug. Nicht letztes Mal, sondern vorletztes Mal. Bei Folge 3 oder 4. Ich glaube, bei Folge 3 gab es einen ID-Treffer, bei Folge 4 keinen, obwohl da Musik gelaufen ist die ganze Zeit. Wohnwagenschlüssel. Okay. Und Kopfhörer. Sehr gut. Nahkampfangriffe, da sind wir ja gerade so ein bisschen drauf aus. Also fände ich zumindest nice, wenn wir einiges mit Nahkampf machen könnten. Komm, ich nehme mal alles mit.
Ja, da muss ich gucken. Vielleicht mache ich es aber auch wieder an, weil es die ganze Zeit, also was heißt die ganze Zeit, bei der anderen Folge kam halt kein Treffer, obwohl da die ganze Zeit Musik gelaufen ist. Ich kann da vorsichtshalber hier bei Audio Musik nochmal etwas leiser machen und Radio, dass wir, wenn wir jetzt auf sowas treffen, dass es da nicht direkt einen Treffer gibt. So. Und dann mache ich es vielleicht demnächst mal wieder an. Es wäre halt blöd, wenn, ja, wenn ich die, dann, das habe ich ja letztes Mal auch schon erklärt, wenn ich die Musik dann weg, also im Nachhinein entferne, durch YouTube, dann wird meine Stimme, glaube ich, ziemlich krepelig. So, dass man gar nicht mehr richtig zuhören kann oder verstehen kann, was ich sage. Bin mir aber auch nicht sicher. Wenn es hinnehmbar ist, dann würde ich die Musik sogar einfach anlassen und falls es halt dann mal wieder einen Treffer gibt, dann entferne ich das Teil und dann ist halt die Stimme an der Stelle, wo diese Musik gespielt wurde, wohlgemerkt, auch nicht im ganzen Video, ist halt dann ein bisschen krepelig. Was soll man machen? Das könnt ihr gerne mitentscheiden. Ich weiß halt nicht, ob es nicht zu eintönig ist von der Audio-Stimmung her, wenn, warte, wie kann ich denn mal brutal schlagen? Hier, ja. Wenn keine Musik läuft, jetzt habe ich doch mitgeschlagen. Sorry, Darkmaid. Das war nicht geplant, dude. Das war nicht geplant. Er chillt da voll in der Ecke, hat den Hell. Ah, ne, das ist die Hose, die komisch aussah. So, alles mitnehmen. Oh, wir haben hier ein Soundtrack zum Anhören. Blake, ich will, dass du deinem Bruder jetzt gut zuhörst. Dieser ganze Deal mit Eddie stinkt zum Himmel. Ich meine, welcher Geschäftspartner droht, einen zu töten, wenn der Deal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt? Wir stecken viel zu tief in der Sache drin, aber ich sehe auch keinen Ausweg. Außer, dass wir Schluss machen und uns ganz schnell verkrümeln. Lass uns das mal persönlich bereden. Ich will nur, dass wir beide heil aus der Sache rauskommen. Wisst ihr, wie krass ich diesen verschissenen Wohnwagen gesucht habe damals? Da erinnere ich mich noch dran. Ah, das ist doch lächerlich, oder? Ja, ich nehme jetzt mal alles mit. Oh, hier ist eine richtig dicke. Zum Glück haben wir uns noch nicht verbessert. Okay. Da können wir nämlich dann, glaube ich, aufrüsten. Das ist halt an sich so die Sache, ne? Aufrüsten, verbessern. Man findet dann wieder was Besseres und schmeißt dann seine aufgerüstete Sache weg, für die man eben, ja, Ressourcen verbraucht hat. Shit, wir sind bei 37 Minuten. What the fake? Ja. Und die letzte Frage war eben nochmal wegen dem Audio. Genau, da könnt ihr ja nochmal sagen, was ihr davon haltet oder was ihr dazu sagt. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.